So, da sind wir wieder. Das war jetzt schon mal eine kleine Kostprobe von DJ Hildegard. Ihr habt sie ja gesehen. Und ich hoffe, euch hat das gefallen, was ihr vielleicht bemerkt habt gerade. Wir sind wieder rausgeflogen und zwar in jedem Portal. Ich denke, es liegt vielleicht sogar an der Uhrzeit. Das könnte sein, denn letzte Woche am Samstag haben wir das gleiche Problem gehabt. Ein Absturz in allen drei Portalen und dann waren wir stabil. Es kann sein, dass vielleicht hier irgendwie ein Update stattfindet. Könnte sein, auch vom Router. Ich habe keine Ahnung. Aber wichtig ist, dass wir wieder da sind. Ne? So, ich verfolge euren Chat mit hier oben. Das heißt, ich schaue nicht immer geradeaus in die Kamera. Ich schaue mal, was ihr liest und antworte dann auch bei Gelegenheit. Wenn ich ganz scharf links rüber schaue, dann schaue ich zu unserer Hildegard. So, jetzt werden sich ja viele fragen von euch, warum heißt die Hildegard? Heißt die wirklich so? Nein, ich habe sie nämlich gefragt. Sie heißt normalerweise anders. Aber das verraten wir nicht. Heute ist die Hildegard, ne? Genau, Hildet. Und sie mag auch kein DJ Hildegard. Sie ist DJ Hildegard. Ich verstehe auch warum. Da hat sie wohl recht, das DJ, das ist Ja, so ist. modern. So, es gibt Ja. ja einige, die dürfen sich das mal nicht mal nennen. Ich kenne da zwei, drei aus dem Fernsehen. Furchtbar, ganz furchtbar. Und deswegen wollte ich auch nicht mit denen verglichen werden, nur weil ich eine Frau Ja, ich bin. war schon immer DJ Hildegard und das bleibt Genau. einfach auch so. Und so lassen wir es auch. Richtig. Na, und wenn du Ja. das möchtest, dann bekommst du das auch. So muss. Du bist unser Gast und Gast ist König hier im Hause. Na? Sensationell. Wir hatten sogar mal einen echten König, der King Nossi. Kennst du den? Ja, Nee. kennt ihn nicht. Naja, kann vorkommen, Knossi, dass man dich nicht kennt. Ne? Jetzt ruft schon wieder jemand an. So, Hildegard, würdest du uns auch verraten, warum du auf den Namen, wie du auf den Namen kamst? Weil der besteht schon einige Jahre, eine gute lange Zeit. Ne? Ja. Wie kamst du denn drauf? Erzähl mal. Naja, eigentlich entstand der Name mehr oder weniger aus Spaß. Und zwar zu der Zeit hat sich jeder irgendwelche unglaublich wichtigen DJ-Namen gegeben und ich habe dann für mich gesagt, jo, also eigentlich geht es um die Musik und nicht um den tollen Namen. Und ich hoffe, man hört mich. Gut. Also auf jeden Fal war das dann so, dass ich damals auch mit Platten bemustert wurde vom Plattenmann Jörg Böhm, liebe Grüße an der Stelle. Und der war bei mir in meinem Club damals aufgrund einer Autopanne zu Gast. So. Und dann machte er sich mit meinem damaligen, ich sag jetzt mal Plattendealer, einen Spaß und hat mir ein Paket verschickt an meine damalige Adresse und hat da reingeschrieben, also als Adresse Fräulein mit OI geschrieben, Hildegard. So, und der Paketmann hat das wirklich bei mir abgegeben. Ich habe auf diesen Namen geguckt, habe mich schlapp gelacht und dachte, das wird mein neuer DJ-Name. Allerdings hatte ich damit sehr viele Schwierigkeiten, weil viele wollten den Namen erst nicht nehmen, weil sie dachten, es hört sich an wie Schlager oder sonst irgendwas oder Sekretärin. Und ich habe den Namen aber dann über die Jahre durchgesetzt und jetzt bin ich eben DJ Hildegard. Und so soll es sein und für immer bleiben. So wird es immer Und so bleiben. wird es immer bleiben. Da können wir ein Lied machen. Und so Ja, wird wird es es immer immer bleiben. bleiben. Ja, aber zum Schlager wollen wir jetzt nicht überwechseln. Nein, um Gottes Willen. Man assoziiert dich ja immer wieder nur mit House oder Techno. Das stimmt nicht ganz, ne? Ja, normalerweise spreche ich darüber nicht. Ich stehe natürlich für elektronische Musik mit DJ Hildegard, Ja. aber ich habe ja auch noch ein anderes Ja, Synonym. aber da kann man ja drüber Da kann reden. man drüber sprechen. Also. Komme ja aus dem Soul, Funk und Hip-Hop, aus der alten Zeit, aus der guten. Sehr gut. Und ja, da stehe ich auch 100% hinter. Gut. Und da habe ich halt mein zweites Synonym. Da kommt dann halt aber nur Oldschool. Ich mag dann wirklich die alten Sachen lieber. Im Soul, Funk, Hip-Hop, Black. Jo. Aber unter einem Ja. anderen DJ-Namen eben Also ein einfach. anderer DJ-Name, aber auch breit gefächert. Ne? Man darf dich nicht nur als Hildegard, ja, gewollt, gut Ja. so, auch in mehreren Radiosendern, unter anderem Sunshine Live. Jeden dritten Sonntag im Monat. Und da geht es um Techno und Die härtere Elektronen Beats. ja nicht nur, aber Elektro. von Deep bis Techno Ja, eben, also genau. bunt gemischt.
Okay, das ist ja auch breit gefächert. Ja. Und aber unter anderem. Ach, Musik, ich finde einfach Musik grundsätzlich mal geil. Ja, aber man kann dich buchen auch. Man kann mich buchen. Wichtig zu wissen, ne? Ja. Ihr Künstler, DJs und wir Veranstaltungstechniker sind ja alle schachmatt momentan. Ja, ne? Ziemlich schachmatt. Und jetzt sprechen ja alle von Aufwind, ich spüre noch keinen. Ich auch nicht. Sorry. Alles nur Gerede. Außerdem ist der sanfte Wind erst seit 2 Tagen da. Jetzt schauen wir mal, was die Zeit bringt. Ja. Ich hatte heute Gott sei Dank schon ein nettes Brautpaar da. Mal schauen, was die Zeit bringt. Ja. Aber den großen Reiser machen wir nicht mehr dieses Jahr, das weiß ich. Ja. So, denn eine Hochzeit in dem Rahmen, wo wir uns bewegen, eine Hochzeit wird ja schon lange vorausgebucht oder geplant. Und das geht einfach nicht so spontan. Was wir wohl machen werden, und da habe ich dich auch schon im Kopf. Wir machen ja Motto-Partys. Mhm. Letztes Jahr hier bei uns auf dem Gelände Bierfeste, Oktoberfeste, Halloween war geplant. Mhm, natürlich. Kurz vorher kam die Inzidenz. Ja. Kacke. Und ich habe noch nie gewusst, was Inzidenz bedeutet. Ganz ehrlich. Bin 49 Jahre alt, hat mich nie interessiert. Auf einmal hieß es, Inzidenz muss man sich erst mal reinlesen. Ja. Mittlerweile weiß es jeder, ja, um was es geht. Und diese Inzidenzkacke hat uns eben dann die Events Mitte Oktober dann versaut. Ja. Ausgebucht war jedes Event, was wir angekündigt hatten. Im August durften wir 4 Wochenende toll feiern. Und jeden Samstag haben wir Bombenwetter gehabt und immer 100 Personen und ausgiebig gefeiert. Das kann dieses Jahr passieren, das glaube ich schon. Dass man so mit 100 Personen feiern darf und wenn die Inzidenzzahlen nach unten gehen, die Impfungen steigen oder sich verdreifachen, das wäre toll. Mittlerweile schaffen wir, glaube ich, 1 Million am Tag. Ja. Das ist ja schon fortschrittlich für Deutschland. Andere Länder sind schneller und da dachte man immer, die sind hinten dran. Aber gut, wir wollen ja nicht so viel über die Pandemie-Kacke reden. Wir sind ja da, um über dich zu reden und das ist ja ein schöner Grund. Ach, ja? Charmant. Ja, guck mal das Lächeln charmant an. Über das ganze Gesicht lächelt sie. Du hast hier schon ein paar Fans. Das freut mich. Die lassen dich grüßen. Ja, ganz liebe einer Grüße an euch zurück. Ja, einer hat dir Herze geschickt. Ich habe mal in deinem Namen zurückgeschickt. Ja. Du sagtest, grüß ihn zurück. Den Thomas. Ja. Ja, ein treuer auch Fan. Auch alle anderen gerne. Ganz, ganz liebe Grüße an euch. Ja. Also was ich damit sagen wollte, sollte es doch tatsächlich besser werden, werden wir Events aus dem Boden stampfen in kürzester Zeit. Da sind wir ja dafür bekannt. Und dann machen wir mal, also ich habe auch damals tatsächlich, wir haben ja viel Deutsch gemacht, viel Schlager, viel Volksmusik, viel Malle und was weiß ich und Charts. Aber mal so ein Elektroabend. Ich nenne es jetzt mal Elektro. Wenn wir uns da gar nicht festlegen. Ja. Ne, elektronisch. Elektronisch, ja, Entschuldigung. Also Elektro ist so was aggressiv. Anderes. Elektro ist gleich, ein. Seid doch nicht immer gleich so aggressiv. ich hab doch auch Gefühle. Ja, es tut mir so leid. Du schreckst mich immer. Ich bin zart, ich bin ein zarter Mensch. Das haben wir vorhin schon geklärt, ja. Ja, ja. Dann machen wir mal einen elektronischen Abend. Genau. Mit DJ Hildegard. Jawohl. Haben wir jetzt schon festgelegt, bleibt auch so. Ja. Ich kann sie bezahlen, weil mir macht es einen Sonderpreis. Ich bring noch Geld mit. So habe ich es gemeint. Du, wir machen es wie mit den Newcomern. Genau. Essen, trinken, frei. Super, da habe ich mich auch jetzt die 1,5 Jahre richtig drauf gefreut. Ja, es ist ja wie beim Streamen, man macht das alles gerne für 0 Euro und das ist einfach nur erfüllend. Ja, Essen, trinken, frei. Mich ertragen. Ja, das ist. Und, super Deal. Sie hat mal eins verraten, sie steht jetzt ziemlich stabil. Sie hat gestern den ganzen Tag gestrichen. Ja? Nicht nur gestern, das geht die ganze Woche. Sie wirkt ein bisschen gebrechlich, wenn sie geht. Das stimmt so nicht. Ja. So stimmt das nicht. Etwas. Also, jetzt haben wir ja schon wieder ein bisschen was erfahren, warum DJ Hildegard. Nachher machen wir mal weiter, wie lange gibt es DJ Hildegard und so klären wir dann auch. Jetzt hau noch mal rein und unterhalt mal unsere Gäste schön. Ich gebe mein Bestes. Für das viele Geld. Das Wahnsinn. Bis gleich.
Dance with me to the end of the road.
We'll be right back.
So, liebe Leute, da sind wir wieder. Kurzer Break, denn wir haben ja wieder was ein bisschen über unseren Gast zu berichten. Übrigens wollen wir einige Leute grüßen, zum Beispiel Marco Fink. Ne? Ich weiß ja genau, Marco, sein Ding da, was du da machst, Hildegard. Ja, ganz liebe Grüße zurück an alle da draußen übrigens. Ja, und dann ganz viele Leute von dir auch. Ja, da freue ich mich auch, dass ihr dabei seid. Grüße dich, Hildi, Armin Fuchs, ne, zum Beispiel. Ja. Hab schon einige gesehen, die ich nicht kenne. Ja, auch meine Freundin hier aus Berlin, Gina Schulte am Hülse. Ganz, ganz liebe Grüße. Die kommen ja überall her, wie man sehen kann. Ja. Wenn man da oben liest, dann sieht man ja, wo sie überall herkommen. Sogar aus Iffelsheim. Späßle gemacht. So, also, zu Gast heute DJ Hildegard. Kennt ihr viele, viele Jahre aus Funk und Fernsehen, RTL Sat.1 und überhaupt. Mehr, ne? Ja, ja. Alles vertreten. Momentan auch immer live zu sehen bei Sunshine Live, bekannter Radiosender, ne? Wer so ein bisschen auf schnellere Mucke steht. Und der schaltet natürlich Sunshine Live ein. Und daher kennt man dich jeden dritten Sonntag im Monat. Von 16 bis 18 Uhr. Von 16 bis 18 Uhr zu hören und zu sehen. Ja, ich mache dann immer Tuchknall. Ja. einen Livestream, ganz einfach allerdings mit dem Handy, und dann kann ich direkt sehen und direkt antworten, wenn die Leute mit mir durch die Sendung gehen. Schön, habe ich auch schon reingeschaut, logischerweise. Musste mich ja auch ein bisschen informieren, ne? Denn wir kennen uns ja eigentlich gar nicht. Nein. Ne? Aber jetzt heute kennengelernt, und ich muss sagen, sehr positiv. Ne? Keine Allüren, ganz nettes Ding. Bisschen verrückt, bisschen balla balla. Aber so sind wir ja alle. Ich will ja nicht behaupten, dass ich normal bin. Alles gut. Ich fühle mich wohl in deiner Gegenwart. Das ist schon mal wichtig. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, vielen Dank. In der Regie dürfen wir heute nicht vergessen. Er will zwar nicht, aber er muss sich einblenden. Da bestehe ich drauf. Und ne? Bewegt sich. Weil nicht ganz unwichtig, der Benni. Der macht heute die Kameraschwenks und betreut ein bisschen unseren Live-Chat. Das macht der klasse. Indem wir übrigens schon wieder weit über 100 Nachrichten am Stück geknackt haben. Sehr schön. Gibt es ja immer so einen kleinen virtuellen Pokal. Aha, okay. So, dann nochmal ganz viele Leute von dir. Grüßen wir jetzt. Ach Thomas, ganz liebe Grüße nochmal an der Stelle. Grüßen wir generell Hilde und vier Herze. Ich weiß nicht, dem hast du es angetan. Ich hoffe, musikalisch. Ja, musikalisch. Was darüber hinausgeht, interessiert mich nicht und geht mich nichts an. Aber der scheint ziemlich verliebt zu sein. Ne? Ach, ja. Aber schön, dass du dabei bist, Thomas. Ich grüße dich auch, und ich hoffe, du genießt hier die Musik. Ich hoffe auch, dass du mein Dialekt verstehst. Denn wir sind ja Badener, gell? Wir sind ja am Fuße vom Schwarzwald, für alle, die es nicht wissen. Der Schwarzwald, wenn wir schönes Wetter haben, ist genau vor unserer Nase. Ja. 10 Minuten, 15 Minuten sind wir Schwarzwald-Hochstraße, die berühmte. Genau, und im Skigebiet. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich, da zu sein. Es ehrt uns. Fühlst dich wohl? Ja, ich fühle mich sehr wohl. Ich finde auch eben, weil du eben auch so nicht ganz der normale Spießer von nebenan bist, finde ich das nicht sehr angenehm, hier die Zeit zu verbringen, und auch mit Benni, das läuft hier alles sehr professionell. Ja, und Stefan ist natürlich auch da. Der Stefan, den wusste ich nicht, ob ich ihn erwähnen darf. Ja, darfst du natürlich, ist ja unser gemeinsamer Freund. Der Stefan ist derjenige, welche mir diese wunderbare DJ Hildegard-Kartonage geschenkt hat. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Meine und viel mehr. Stefan hat mir schon einiges gemacht, wenn du dich hier umschaust. Kunst aus Karton. Genau. Wollen wir erwähnen, Stefan Neukirch, Kunst aus Karton. Das wollen wir auch erwähnen, denn der Stefan ist ein ganz lieber Netter. Ja. Ist immer da, wenn man braucht, hilfsbereit, gut, hässlich, aber da kann er nichts dafür. Ne? Böse. Ja, da kann er ja nichts für, dafür ist er verdammt in Ordnung, oder? Oh, ich stimme dir da jetzt mal nicht zu. Ja, Spaß muss sein. Stefan, verzeih uns. Ich bin raus aus der. Er nickt nur. Stefan, ne, jetzt kommt wieder das Badische. Ich. Sehr schüchtern. Sehr schüchtern. Ja, sehr schüchtern. Trifft auch auf mich zu. Er scheut, ja, genau, so schüchtern wie du. Er scheut die Kamera. Was ich nicht verstehen kann. Ich auch nicht. Aber es liegt vielleicht wieder an seinem Aussehen, wer weiß. Ihr kennt ihn ja nicht.
So schlimm ist es nicht. Man kann ihn anschauen. Spaß. Oh, ich trinke jetzt mal. Wir stoßen jetzt mal an. Komm, ja, was hast du denn da? Ein ISO-Getränk? Ja, hast du dein Whisky schon getrunken? Ja, meine ganzen Liter habe ich schon weggehauen. Aber wie verrückt. Ja. Hier, mein ISO-Star. Also ISO-Star. ISO-Star. Ich habe ein feines Corona. Ist ein bisschen makaber, aber ich trinke es halt gern jetzt, gerade zur Zeit. Das hat mit der Krankheit überhaupt nichts zu tun. Also bei mir hat das jetzt eher damit zu tun, dass meine Streicharme isotonisch... Dein Hund mag mich? Ja, mein Hund mag... Deine Hündin mag mich? Wuppi. Wuppi. Eine ganz hübsche, eine ganz, ganz hübsche, die Wuppi, gell? Doch wirklich ganz hübsch. Ich kann sie jetzt nicht zeigen. Da sitzt sie und schnüffelt an meinem Knie. Aber es ist eine hübsche. Schön. Schneeweiß, Schneeball, Snowball hättest du auch nennen können. Ne? Kommt fällt beim Streichen nicht auf. Aus Griechenland? Also im Moment fällt das beim Streichen nicht auf, weil ich streiche ja gerade alles weiß. Hast du sie gestrichen? Ein paar Tropfen hat sie durchaus abbekommen. War ursprünglich schwarz. So. Ah, deswegen. Also zum Wohl. So, jetzt wollen wir natürlich weitermachen. Die Leute unterhalten, dafür bin ich ja da. Genau. Wir haben schon viel verraten von dir, aber... jetzt, wenn es weitergeht, wollen wir gleich mal einen kleinen Wink geben. Zufällig hast du einen Titel von dir dabei. Ja, was ganz Neues, Aktuelles. Ja, aktuell. Also DJ Hildegard featuring? Björn, nein. DJ Hildegard, End. End. Björn okay. Mulig. Nicht featuring, End. Björn End. Mulig. Björn Mulig. Okay, das hören wir uns jetzt und an. Und der Track heißt Blubber und ist auf Bluefin erschienen und kommt im Bedroot und Ask Me Remix. So. Okay. Wir haben natürlich auch noch einen Tony Rios Mix. Und kann sich natürlich kein Mensch mehr. Ich kann jetzt natürlich 6 Mixe spielen, aber wir spielen jetzt einfach einmal einen davon. Hau rein. Ich gebe alles. Wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß. Karin. I'm
You and me and some friends, you know, having a drink, you know, like partying around in the garden and stuff, you know, and then you're like heading to the club and having a bowl and, you know, like having a drink and talk about things, the past, future, you know. What was that? Just talking about it, it's just like... Thank you.
Jetzt an anderer Stelle, nicht mehr auf der Couch. Auf der Couch haben wir jetzt den Benny. Zeitweise dachte ich, er schläft ein, keine Ahnung. Nicht sehr charmant, junger Mann. Übrigens, Hildegard, Benny wurde letzte Woche Samstag Abend 18. Happy Birthday, lieber Benny. Happy Birthday. 18 Jahre. Ja, wow. haben wir kräftig gefeiert. Das glaube ich euch, ja. Unbesehen. So wie ich euch jetzt kennenlernen durfte, glaube ich das unbesehen. Also so einschläfrig. Nein, Spaß beiseite. Hildegard, vielen Dank, dass du hier bist. Ach, ich freue mich wirklich, hier zu sein und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, euch kennenzulernen. Meinst du es jetzt? Das meine ich jetzt tatsächlich ernst. So, das meine ich oft mal ein bisschen ironisch, aber, also nur Unterstellungen aber hier. Gott sei Dank meinst du es ernst. Also, also wenn ich es nicht ernst meinen würde, glaube ich, die Leute kennen mich so gut, das sieht man mir auch im Gesicht an, wenn ich genervt bin oder schlecht gelaunt oder keinen Bock habe, dann... Nein, dann sieht man es mir nicht unbedingt an, aber dann hätten wir hier nicht diesen lockeren Talk. Claudia Müller sagt, extreme Lautstärke-Schwankungen. Das kann sein, weil sie hat ja gerade eben ein bisschen an den Fadern gespielt. Das kann daran liegen. Ich glaube nicht, dass das System das macht. Nein, das passiert halt, weil wir haben ja hier nicht jetzt eine Großraumdiskothekenanlage und es wird dann wahrscheinlich in so echt übertragen. Und dann hört sich das mal ein bisschen schäppriger an, aber ist wie es ist. Ja, mach dir das Mikro ruhig ein bisschen lauter. Okay. Wird schon gehen. Ich hoffe, ihr versteht mich auch gut. Es kütt, wie es kütt. Ja. Es wie? Es kütt, wie es kütt. Es kütt, es kommt, wie es kommt. Richtig. Ja. Sag ich auch immer beim. Nee, egal. Ja, also. Hildegard? Ja, hier bin ich. Immer noch. Mir persönlich ist es ein inneres Blumenpflücken, dass du hier bist. Entschuldigung. Muss ich tatsächlich so sagen, ich bin entzückt. Oh, danke schön. Und ich finde dich auch ganz toll. Vielen Dank. Vor allem dein Lächeln, das geht übers komplette Gesicht. Ja, das war schon immer so. Und deine Musik natürlich, ne? Ich danke, ist und, ja nur ein kleiner Auszug. Zack, zack, ich sagte vorhin, geht's noch ein bisschen härter. Ja, jetzt machen wir, man hört mich schlecht, gibt's ja gar nicht. Das beste Mikro hier am Start, man hört mich schlecht, macht mir nicht schwach, mir nichts verstellt. So, jetzt müsst ihr mich aber hören, oder? Hallo, hallo, hallo. Ja, ja, das geht schon. Die Hildegard sagt, es kütt, wie es kütt. Also ich wiederhole mich. Es war und ist mir immer noch ein inneres Blumenpflücken. Ich danke dir. Dass du bei uns bist. Ich bin gerne bei euch. Das kann ich auch nur noch mal wiederholt sagen. Also jetzt hören wir mal auf zu schleimen. Ja, jetzt ist genug. Schluss mit lustig. Genau. Dürfen unsere Zuschauer wissen, wie lange du schon Musik machst oder verrät man dann dein Alter gleich automatisch? Ach, diese Altersnummer ist ja völlig wurscht. Aber sagen wir mal so, ich mache es wahrscheinlich, also ich mache es auf jeden Fall länger, als der Benny alt ist. Okay. Das hilft doch schon mal weiter in die richtige Richtung. Da könnte ich aber auch schon mithalten. Ja, ja, dann ist, natürlich, da könnte man natürlich noch ein, zwei Tage drauflegen. Aber ich mache es tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ja, aber ich muss sagen, mir sieht man es an, dir keineswegs. Oh, das ist charmant. Oh, charmant. Das Wochenende ist gerettet. Ja, charmant ist mein Nachname. Ja, meiner ist cool. Ja, okay. Hildegard, cool. Ja. Also nein, ohne Witz.
Ja. Du machst schon verdammt lange. Ja, ich mache das halt auch hauptberuflich und da gab es für mich jetzt dann auch keine andere Entscheidung. Und das wird auch so sein. Ich werde auch hier noch stehen, bis ich mit dem Rollator reinrolle und auch schon taub bin, dann ist gerade wurscht. Also. Natürlich in Clubs aufgewachsen? Auch, natürlich, klar. Mehrere Clubs schon aufgelegt? Also ich würde schon sagen, viele Clubs im Laufe meines Lebens. Ja, im Europa, eigentlich in der Welt. Also ich habe auch schon, ja. Das macht dich so wahnsinnig interessant. Oh Gott. Das Multikulti, ja. Für das Kreideweiß bist. Mehr Multi als Kulti. Nee, Spaß beiseite. Ja, also tolles Ding, was du da machst. Dankeschön. Die Nummer von dir vorhin war auch heftig, das war gut. Mich. Dankeschön. Ja, gut hinbekommen, auf jeden Fall. Kann man öfter mal reinhören. Und der Thomas, dein Lover, ja, mein Lover im Chat, der kauft sich die glatt, hat er geschrieben. Ne? Sehr schön. Geht danke, klar. Thomas. Also Einkäufer hast du schon mal. Ne? Immerhin. Du kannst dann immer sagen, du warst der eine, du warst das. Ja. Nein. Ja. Ich bin mir sicher, das Ding geht steil. Wir haben natürlich eine Durststrecke hinter uns. Also, ja, ich meine jetzt sowieso. Ja, und da geht halt auch nicht so viel. Ja, es geht ja in dem Fall auch eher um die Musik und jetzt nicht um Verkaufen. Für mich geht es wieder los, wenn ich gebucht werde, wenn es möglich ist, sei es eben im Freien aufzulegen oder eben die Clubs wieder öffnen, wobei ich eben für dieses Jahr dann noch relativ, ja. Kennst du eine Petra Klöppel? Sie schreibt, heute ist ja der Tag der Artenvielfalt. Sie ist eine besondere Art. Ich gehöre zur Gattung der Steinlaus. Und ich zur Filzlaus. Da ergänzen wir uns schon wieder. Ne? Ich bin übrigens ein Frotteur. Weißt du, was das ist? Jetzt hilf mir kurz. Ein Frotteur ist einer, der sich an anderen reibt. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Echt nicht? Nee. Ich meine, ich habe mich damit jetzt noch nicht in der Tiefe beschäftigt. Nein, also sollte ich mich nachher mal an dir reiben. Ach, tu dir keinen Zwang an. Ja, okay, danke. Ich darf das ja gar nicht so laut aussprechen. Vanni ist ja da, gell? Vanni, naja, da ist so. Um Gottes Willen, Vanni. Du weißt ja, viel Blabla. Hunde, die Bälle beißen nicht. Übrigens Hunde, ganz toller Hund. Ja, danke schön. Wupi, sag mir nur noch mal den... Wupi, wie Wupi Goldberg. Wupi Goldberg. Nein, also, ohne Goldberg, nur Wupi. Vanni, ein wunderschöner weißer Hund. Vanni liebt Hunde. Ja, der ist auch wirklich süß. Vanni. Ah, Wupi. Ja, Wupi. Ah, Vanni auch. Okay, Wupi hast du aus Griechenland gerettet? Ja, es ist ein Tierschutzhund. Also gerettet habe ich sie jetzt nicht, sondern die wurde dort aufgefunden. Und dann natürlich zum Glück wurde sie gefunden mit ihren Geschwistern. Und dann wurden sie eben im Tierschutz eben behandelt und alles richtig. Und dann siehst du Stefan auch? Ich habe das Stefan gerettet. Auch schön. Ja, auch beim Tierschutz. Auch eine besondere Art. Ja? Ist die Kartonlaus. Ich wollte gerade sagen, Kartonlaus. Ich bin die Filzlaus, er die Kartonlaus. Ich die Steinlaus. Ja, aber wenn wir schon dabei sind, er will ja nicht vor die Kamera, er ist verdammt schüchtern. Der Stefan, der macht ganz tolle Dinge. Und das kannst du mir bestätigen. Ja, natürlich, er hat mich ja überrascht aus dem Nichts. Also wir kannten uns eben auch nicht. Und hatte mich dann angeschrieben über den Messenger, um mir ein Geschenk zu überreichen. Ich war natürlich sehr, sehr neugierig. Und ich war begeistert, ich habe das auch gepostet, ihr könnt das auch auf meinen Seiten sehen. Und er hat mir eine ganz tolle Kunst, tatsächlich Kunst aus Karton, meinen DJ-Namen gebastelt und quasi ein komplettes DJ-Pult. Sehr, sehr genial. Da war ich baff und bin es immer noch. Ja, also mir hat er auch schon so Schriftzüge gemacht und Logos. Ich finde es auch ganz toll. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben, weil er es verdient hat. Ne? Ja, finde ich auch, definitiv. Ist so ein versteckter Künstler, sag ich mal. Ein unversteckter Künstler. Er wird total unterschätzt, außer von mir. Und von mir auch nicht. Also, ich glaube, ich mag ihn. Ich glaube, ich mag ihn auch. Also dann, wir mögen dich, Stefan. Ja? Also Stefan möchte nicht vor die Kamera, aber ich kann euch nur ans Herz legen, geht mal auf Kunst aus Karton. Mhm. Der kann euch ein Logo erstellen, euer Name, euer Schriftzug. Ganz tolle Geburtstagsgeschenke. Verdammt viel Arbeit, ist wirklich eine Kunst für sich. Das heißt ja auch Kunst aus Karton. Und das ist auch völlig berechtigt, dieser Ausdruck und dieser Name, weil er das drauf hat. Er möchte nicht vor die Kamera, wie gesagt, er hält sich im Hintergrund. Darf er. Ist super in Ordnung. Wie gesagt, hässlich, aber in Ordnung. So. Jetzt wieder zu dir zurück. Richtig. Du hast mir vorhin gesagt, lass uns noch mal kurz plaudern, machen wir einen kleinen Break, aber dann. Ja, jetzt geht's halt noch mal ein bisschen strammer. Die letzten 20 Minuten wird noch ein bisschen auf die Tube gedrückt. Also jetzt wird's
Ja, nicht Vollgas, wir wollen jetzt ja nur nicht alle irgendwie hier umfallen, aber schon ein bisschen strammer. Jetzt nochmal ein bisschen technoider, sage ich mal so. Also gut, dann. So, und was ich halt noch irgendwie, wenn die Leute mich suchen, ja, sollten. Ah, du bist auch im Facebook, genau. Ich bin auch in Fatzebook. Ja, dann mach mal, dann sag mal deine Facebook. Ich sag mal ganz kurz, die Leute, die gerne meine Sets hören, die können das auf www.mixcloud.com/DJ Hildegard, facebook.com/DJ Hildegard, instagram.com/DJ Hildegard. Da also findet ihr mich. Eigentlich ganz einfach, immer vom Portal. Und dann /DJ Hildegard. Und com, genau. Und slash und DJ Hildegard. Genau, so sieht's aus. Hildegard. Hildegard meets music and music meets you. Oh, du bist auch noch ein Poet. Ja. Also. So heißt meine Radiosendung bei Sunshine Live. Hildegard meets music. Ja, und das wollen wir auch noch mal kurz erwähnen. Jeden dritten Sonntag im Monat. Live zu sehen. Wie viel Uhr? Was für eine Uhrzeit? 16 bis 18 Uhr. 16 bis 18 Uhr live zu hören und zu sehen. Sie hat immer eine Webcam dabei. Oh, Handy. Ganz einfaches Handy. Ohne Schnickschnack, spiegelverkehrt, alles, was nicht dazu gehört. Ja, genau. Und da kann man dich sehen und hören. Und dabei bleibt es jetzt. Jetzt hau mal richtig rein. So, dass denen da draußen richtig schwindlig wird. Machen wir mal noch so eine halbe Stunde und dann reden wir noch mal kurz. Ja, und verabschieden uns von euch. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, Wupi muss noch Gassi. Wupi ist der Hund, ne? Nicht vergessen, also Wupi ist nicht er hier. Wupi bin auch nicht ich. Wupi ist ihr Hund. Ja, meine süße Hündin. Dann bis gleich, Leute. Und jetzt dreht mal die Anlage auf, macht ein Bier auf und was auch immer. Lass die Hosen fallen auf die Couch und auf geht's, Vollgas.
Also ich schalte jetzt mal kurz auf mich. Ja, warte, lass mich erstmal mich hinsetzen. Wo sehe ich mich denn dann? Ich will euch ja nicht blödsinnig nerven, aber wir sind tatsächlich aus dem Facebook jetzt rausgeflogen. Ja, oh, jetzt habe ich sie einmal hier. Oh. Für alle, die im Facebook waren. Ist so, wir können nichts dafür. Ich wollte mich schon entschuldigen, dabei kann ich gar nichts dafür von mir aus. Nächstes Mal immer besser gleich auf YouTube. Ne? Dremel, ihr Veranstaltungspartner oder Twitch, Dremel, ihr Veranstaltungspartner, findet ihr sofort unsere Kanäle. Facebook ist halt was für Ältere. Ne? Spaß beiseite, aber sie kicken uns halt raus. Was gar nicht so schlimm ist, denn wir gehen mal kurz auf die Couch. Mikro an. Ja, Mikro an, hoffe ich. Hier ist Whoopi, also sie zeigt euch jetzt erstmal den Rücken. Gell, Geule? Also sie ist also jetzt Whoopi, von hinten. Nicht rechts in Rot, sondern Whoopi heißt tatsächlich der Hund. Ja, Whoopi heißt der Hund. Die euch gerade ein kleines bisschen ignoriert. Aber jetzt nochmal zu dir, Hildegard. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Du und dein wunderbarer Hund werden uns jetzt leider traurigerweise schon verlassen. Ja, es ist, die Zeit ist sehr, sehr schnell vergangen, muss ich auch sagen. Aber die Kleine muss jetzt auch noch mal eine Runde raus, noch mal ein bisschen Blumen pflücken. Und ja, aber es war toll, hat Spaß gemacht. Aber 2 Stunden gehen einfach immer super schnell vorüber. So ist es einfach. Ja, leider. Aber falls du irgendwann mal wieder Bock hast, die Türen stehen dir offen. Ja, natürlich, das können wir jederzeit wiederholen. Bis an mein Lebensende. Och, das, da lacht mein Herz und der Hund springt da nieder. Oh, Fupi, was los? Willst du uns auch noch was sagen? Sonst sprichst du doch auch manchmal. Nee, jetzt nicht? Gut. So. Ja, an dieser Stelle erstmal danke da draußen, dass ihr doch so zahlreich zugesehen habt und zugehört. Das freut mich natürlich sehr und dafür bedanke ich mich und ich wünsche euch natürlich, das spießigerweise muss ich noch loswerden, schöne Pfingsten, gute Zeit und ja, lasst es krachen, soweit es geht und erlaubt es. Und vergisst nicht, ihr könnt DJ Hildegard jeden dritten Sonntag im Monat auf Sunshine Live Radiosender live hören und sehen, auch im Facebook. Ne? Yes. Sie ist vertreten auch im Facebook unter dem facebook.com/DJ Hildegard. Und im YouTube? Ja, auch DJ Hildegard. Also aber auf YouTube habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel gemacht, das will ich die ganze Zeit. Aber Instagram? Instagram, klar. Instagram.com/DJ Hildegard. Also immer sportal.com/DJ Hildegard. Genau, und wenn ihr alte Sets hören wollt, auch auf mixcloud.com/DJ Hildegard. So, und wir planen ja Events. Ich hoffe, wir dürfen sie durchführen. Es wird garantiert auch ein elektronischer Abend dabei sein. Da freue ich mich sehr drüber. Ebenso. Und vielen Dank nochmal zum 5. Mal, aber ich muss mich immer wieder bedanken. Ja, ich freue mich, es hat auch Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht. Schön, dass du bei uns warst und wir begrüßen dich immer, immer wieder gerne. Wie gesagt und versprochen, ein Leben lang, gell? Super, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank. Hast du was mit Fußball am Hut oder so? Ja, also ich habe mehrere Vereine, denen ich treu zur Seite stehe, obwohl das eigentlich gar nicht geht, aber ich lehne mich hier heute überhaupt nicht aus dem Fenster. Also. Ich würde mir nur wünschen, dass, weiß aber leider die Ergebnisse nicht, dass Köln natürlich nicht absteigt, aber... Also ganz kurz. Bremen, ah super, das ist ja eine gute Nachricht, tut mir leid für alle Bremer, aber ich freue mich für den FC Köln. Okay, also Schalke schon länger abgestiegen. Ja, das war ja klar, da war ja nichts mehr zu retten, wobei das auch traurig ist. Es folgt Bremen im direkten Abstieg und in der Relegation dein Lieblingsverein... Ich habe nicht Lieblingsverein nicht, gesagt, das ist einer meiner Lieblingsvereine. Also Mehrzahl. Gut, dann einer deiner Lieblingsvereine. Kölle hat noch eine Chance in der Relegation mit 2 Spielen. Das freut mich sehr an dieser Stelle, das sind gute Nachrichten. Dann Stefan, informier mich kurz, wer ist aufgestiegen? Ja, Hamburg auf jeden Fall nicht. Die haben sich vor ein paar Spielen schon verschissen, aber jetzt nicht. Jetzt wollen wir nicht zu lange über Fußball reden. Der KSC steht auch gut. Müssen wir ja regional auch davon reden. Der KSC hat die Klasse gehalten, auf jeden Fall, steht im oberen Feld und hat tolle Rückrunde gespielt. Das stimmt, so, das habe ich auch gehört. Wir verabschieden uns von euch. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Grüße aus Kassel an alle im Chat. Ja, liebe Grüße, sowieso an euch. Aus dem Twitch-Kanal. Wir grüßen dich, wir grüßen alle. Und war uns eine Ehre, dass sie da war und dass ihr da wart, ja?
Also bis nächsten Samstag, das Programm geben wir bekannt. Bis dahin, schönen Abend noch, schönes Wochenende, schönen Feiertag. Lasst es euch gut gehen. Genau. Ciao. Ciao.